So, wir alle hören Nachrichten und ich glaube, wenn man so die Nachrichten der letzten Wochen und Monate aufmerksam verfolgt hat, dann stellt man fest, dass zumindest in der Europäischen Union sich so eine Anti-Haltung gegen biblisches Christentum breit macht. Was ich damit meine, ist, dass zum Beispiel in die Präambel der EU-Verfassung der Gottesbezug es nicht geschafft hat, reinzukommen. Oder ich denke daran, dass man einen schon designierten EU-Innen- und Justizkommissar, Rocco Buttiglione, abgelehnt hat, dieses Amt anzutreten. Und das nur deshalb, weil er eine sehr konservative Einstellung zu Ehe und Familie hat und auch sehr deutlich gemacht hat, wie er moralisch zur Homosexualität steht, immer gesagt hat, dass er nicht vorhat, Menschen, die diesen Lebensstil praktizieren, zu unterdrücken oder zu diskriminieren, aber dass er als, in dem Fall Katholik, da sehr klar denkt. Und es war relativ schnell deutlich, dass jemand mit so einer Denke im Europaparlament nichts verloren hat. Und das wurde auch sehr deutlich. Man muss vielleicht sogar fast ein bisschen schmunzeln, wenn man feststellt, dass die Türkei nicht EU-fähig ist, wenn sie Ehebruch als Straftat ansieht. In Deutschland ist es so, dass Religionslehrer, die mit Grundschülern zu deutlich über Hölle und Verlorengehen reden, mit einem Disziplinarverfahren zu rechnen haben. Und inzwischen ist in Schweden der erste Pastor zu einer einmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt worden, weil er praktizierte Homosexualität mit Bezug auf die Bibel als Sünde gebrandmarkt hat. Das sind Entwicklungen in einem zusammenwachsenden Europa, die man mitbekommt. Ich weiß nicht, ob ihr sie so verfolgt. Ich lese die einschlägigen Magazine, wo sowas auch mal berichtet wird. Da kriegt man das so ein bisschen enger mit. Liest von Geschwistern in Frankreich, die aufgrund eines Antisektengesetzes vom Staatsschutz überwacht werden. Und stellt halt fest, ja, wir leben in einer Zeit, die ist geprägt durch einen Begriff. Und zwar Toleranz. Ich muss jeden gut finden. Ich muss jeden und alles gut finden. Und wenn ich das nicht tue, dann bin ich ein intoleranter Fundamentalist. Und das ist so ziemlich das Schlimmste, was du heute sein kannst. Und man könnte sich ja von der Bibel her die Frage stellen, ist das nicht eigentlich richtig, uns so zu bezeichnen? Weil, ist es nicht so, dass die Kritiker sogar die Bibel auf ihrer Seite haben? Es heißt doch ganz klar in der Bibel, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ist das nicht ein eindeutiges Bibelwort, wo man sagen kann, na klar, da steht's doch. Wann immer ihr Fundis, ihr intoleranten Fundis, wann immer ihr den Mund aufmacht und über jemand anders herzieht, hier in eurer eigenen Bibel steht doch drin, ihr sollt nicht richten. Ihr tut das, wo Jesus gesagt hat, dass ihr es nicht tun sollt. Und deswegen ist es nur recht und billig, dass wir euch da das Handwerk legen. Ich denke, wir werden uns heute mit diesem Thema einmal beschäftigen. Unser Thema wird lauten Richten. Predigttitel wird sein von Heuchlern und Einfallspinseln. Und wir lesen den Predigttext aus der Bergpredigt, Matthäus Kapitel 7, die Verse 1 bis 6. Matthäus Kapitel 7, die Verse 1 bis 6. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst du den Splittern, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr?
Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Gebt nicht das Heilige den Hunden. Werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Das Ziel meiner Predigt heute wird sein, ein Verständnis zu schaffen, was dieser Text meint, und ein biblisches Verständnis von dem zu bekommen, was es heißt zu richten oder auch was es heißt nicht zu richten. Und der erste Punkt, die erste Überschrift lautet: Wer ständig richtet oder wer ständig kritisiert, der macht was falsch. Matthäus 7, Vers 1: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Fangen wir mit der wichtigsten Frage an. Bedeutet dieser Vers, dass ich niemals irgendeinen anderen Menschen beurteilen darf? Und die Antwort lautet: Nein. Begründung. Du kannst nicht leben, ohne andere Menschen zu beurteilen. Unser Text sagt das übrigens auch. Denn spätestens in Vers 6 heißt es, dass wir nicht das Heilige den Hunden und die Perle vor die Schweine werfen sollen. Jetzt sind das hier keine Tiere, sondern diese Tiere stehen für Menschen. Es geht um unseren Umgang, was wir wem anvertrauen. Und sorry, wenn du eine Entscheidung triffst, wer Hund und Schwein ist, dann richtest du. Und noch klarer wird es weiter unten im 7. Kapitel, wenn es in Vers 15 und 16 heißt: Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ja, wie kann ich mich bitte schön vor falschen Propheten hüten? Indem ich sie beurteile, indem ich sie richte. Und damit ich das richtig gut mache, gibt mir Jesus hier sogar ein Hilfsmittel an die Hand und sagt: Schau dir ihre Früchte an. Und wenn du siehst, da kommt hinten im Leben das und das bei raus, dann weißt du auch, um was für Leute es sich handelt. Richtet nicht bedeutet nicht, denke nicht nach. Bleibt die Frage, was bedeutet es dann bitte schön? Es muss ja was bedeuten. Wir sind ja nun nicht im Geschäft, dass wir sagen, okay, wir nehmen eine Schere und schneiden den Vers jetzt aus unserer Bibel raus. Mal abgesehen davon, dass ich auf der Rückseite auch ein Stück vom Vater Unser rausschneiden würde. Was bedeutet die Aussage richtet nicht? Und das Komplizierte hier an dem Text ist, dass man das so klar eigentlich nur sieht, wenn man es im Original liest. Das tut mir manchmal leid, aber es ist so. Weil das Original, sprich der griechische Grundtext, der offenbart manchmal so kleine Details, die im einen oder anderen Fall tatsächlich mal richtig wichtig werden können. Und hier ist das so ein Fall. Jetzt will ich euch nicht mit Griechisch langweilen, ich werde euch das Ergebnis geben. Das, was hier steht, bezeichnet nicht den Akt, ich richte einmal, sondern es beschreibt eine Gewohnheit, ein Lebensprinzip. Wenn es heißt, richtet nicht, dann heißt das, werde oder sei nicht ein Mensch, der permanent an anderen Leuten etwas auszusetzen hat, der permanent mäkelig ist, der ständig an anderen rumkritisiert, der ständig damit beschäftigt ist, fremde Menschen auf ihre Fehler und Schwächen hinzuweisen. Es geht darum, dass du eine Gewohnheit des Kritisierens hast, dass das dein Leben ist, mit anderen so zu reden. Und wenn das so ist, sagt der Herr Jesus, und zwar mit Hinweis auf das Gericht Gottes: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und das auch etwas, was wir aus der Bergpredigt schon kennen, wenn da ein Passiv steht, ein gerichtet werden, ja, Passivform, Leidensform, mir passiert etwas, ja, damit ihr nicht gerichtet werdet, wo wir das im Neuen Testament finden.
da darf man eigentlich immer hören, damit wir nicht von Gott gerichtet werden. Dieser Satz, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, wäre also, wenn ich jetzt einfach mal diese grammatikalischen Feinheiten etwas entblättere, so zu hören, habt nicht die Gewohnheit, andere zu kritisieren, damit ihr nicht dafür von Gott einmal gerichtet werdet. Vers 2. Denn mit welchem Gericht, es könnte auch heißen, mit welchem Urteilsspruch ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Dieser Vers führt jetzt genauer aus und begründet den ersten. Wer sich zur Gewohnheit macht, andere Leute zu verurteilen und zu zerpflücken, dem wird tatsächlich dasselbe auch widerfahren. Dem wird genau das Gleiche passieren. Und ich habe mir die Frage gestellt, was sind das für Menschen, zu denen Jesus hier redet? Das war vielleicht in der Vorbereitung für mich die größte Frage. Wen meint Jesus eigentlich mit diesem Anspruch hier? Es sind Leute, die so einen kleinlichen Richtgeist haben und die ihren eigenen Selbstwert daraus ableiten, dass sie andere runtermachen. Sie treten quasi auf andere und sind ein bisschen höher und fühlen sich ein bisschen besser. Und diese Leute werden an einer Stelle im Neuen Testament uns richtig vorgeführt. Und die Stelle möchte ich mit euch lesen, nämlich im Römerbrief, Kapitel 2. Ansgar lacht. Hier eine kurze Werbeeinblendung zu dem Römerkurs. Ich weiß nicht, ob es schon in der Kassettothek drin ist, aber es lohnt sich auf alle Fälle, ihn nochmal durchzuhören. Römer Kapitel 2. Und wir werden uns da mit den Versen 1 bis 6 beschäftigen. Vom Hintergrund her, Römer Kapitel 1, 2 und dann auch noch der Anfang vom 3. Nimmt alle Menschen, die es so auf der Erde gibt, in den Blick und zeigt all diesen Menschen, dass sie vor Gott mit ihrem Leben nicht bestehen können. Egal, ob es gemeine Sünder sind, Leute, die sich einfach moralisch für was Besseres halten, oder ob es religiöse Leute sind. Und der Text, den wir jetzt anschauen, der beschäftigt sich mit denen, die meinen, aufgrund ihrer eigenen Moral, ja, weil sie doch auch so ein bisschen ein Unterscheidungsvermögen haben, weil sie auch irgendwie gut leben wollen. Weil sie meinen, naja, wenn man gut lebt und besser lebt als der andere, ist man doch schon was vor Gott. Und dass dem nicht so ist, das kommt jetzt hier. Römer Kapitel 2, Vers 1. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch. Jeder, der da richtet, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Die Tatsache, dass du ein moralisches Unterscheidungsvermögen hast, oder dass ein Mensch, weil es betrifft hier eigentlich Ungläubige, dass ein Mensch ein moralisches Unterscheidungsvermögen besitzt, macht ihn in den Augen Gottes nicht besser. Es ist eher andersrum. Wenn du in der Lage bist, andere Leute zu beurteilen und dann dasselbe tust, was du bei den anderen anprangerst, dann verurteilst du dich selbst. Mein Urteil über andere Menschen zeigt, ich kenne den Maßstab Gottes, zumindest so in Teilen, und indem ich andere Menschen richte, aber nicht bereit bin, den Maßstab auf mich selber anzuwenden, verurteile ich mich selber. Und ich denke, wir kennen unendlich viele Leute, die genau so sind, oder? Da ist der, der sich aufregt, dass man ihm das Portemonnaie geklaut hat und der nichts dabei findet, die nächste Steuererklärung zu frisieren. Beides ist Diebstahl. Er findet nichts dabei. Oder der, der am Stammtisch sich über die unfähigen Politiker echauffiert, aber es nicht einmal schafft, mit seiner eigenen Frau klarzukommen. Und wo wir alle froh sind, dass er nicht in der Verantwortung der Politiker steht. Also wir kennen diese Unausgewogenheit. Leute, die meinen, andere runtermachen zu dürfen, aber überhaupt nicht mitkriegen, dass sie sich jedes Mal, wenn sie den Mund aufmachen, selber verurteilen. Vers 2.
Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die solches tun. Gott richtet solche Leute und zwar in Wahrheit. Und das ist eben nicht nach ihrem Schein und schon gar nicht nach ihrer Scheinheiligkeit, sondern Gott wird einmal den wesentlichen Denkfehler solcher Leute aufdecken. Und der ist folgender, hier, Vers 3. Denkst du aber dies, o Mensch, der du die richtest, die solches tun und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Leute, die das tun, haben in ihrer Denke, da ist irgendwas kurzgeschlossen. Da stimmt irgendwas nicht. Die denken, ich kann den anderen verurteilen, aber irgendwie wird das Urteil Gottes an meinem Leben so vorbeiziehen, so wie der Würgeengel draußen vorbeigehen. Es wird schon irgendwie klappen. Aber das ist falsch, sagt Paulus. Wenn du ein moralisches Unterscheidungsvermögen hast und wenn du weißt, dass Gott richtet, dann denke bitte nicht, es wird mir schon nicht passieren. Irgendwie komme ich an Gottes Gericht vorbei, weil das stimmt nicht. Das Gericht Gottes wartet auf den Menschen. Und Gott wird den Menschen in Wahrheit richten. Schon in den Psalmen heißt es, der Gottlose denkt hochnäsig, er, das ist Gott, wird nicht nachforschen. Aber das stimmt nicht. Dieses Denken ist wirklich falsch. Gott wird nachforschen. Gott wird dein Leben sich vornehmen. Und Gott wird es in Wahrheit richten. Und es bringt dir einfach überhaupt nichts, wenn du versuchst, durch dein Verhalten dich irgendwie besser zu machen. Und wie grob so ein Verhalten ist, merkt man, wenn man in Römer 2 weiterliest. Römer 2, Vers 5 und 6. Nein, Vers 4, 5 und 6. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Wenn du ein solches Unterscheidungsvermögen hast, wenn du mitbekommst, mein Leben ist vor Gott irgendwie nicht in Ordnung, wenn du andere verurteilst, um dich selber größer zu machen und irgendwie es doch vor Gott zu schaffen, weil du merkst, es fehlt mir was in meinem Leben, dann ist der einzige Weg, den Gott dir vorschlägt, seine Gütigkeit, Geduld und Langmut anzuschauen und, wie es dann heißt, und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet. Das ist das, was Gott will. Nicht einen Richtgeist, der sich auf Kosten anderer irgendwie aufspult, sondern klare Sündenerkenntnis und Buße vor Gott. Und da, wo das nicht der Fall ist, gilt das, was in den Versen 5 und 6 steht. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerichten Gerichtes Gottes, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Das ist Gott. Gott ist nicht der mit einem Rauschebart, kurzsichtig und taub und irgendwie wird er schon fünfe gerade sein lassen, sondern Gott ist heilig. Und vor Gott sind tatsächlich alle Menschen gleich. Gott kennt dein Herz. Und ich will das nochmal betonen. Hier sind natürlich Leute im Blick, die ungläubig sind. Aber auch wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht in diese Denkfalle hineintappen. Wer einen Richtgeist hat, wer andere herunterputzt, darf nicht glauben, dass er ungeschoren davonkommt. Im Gegenteil, er erkennt den Splitter im Auge seines Nächsten, aber er übersieht was? So diesen Balken in seinem eigenen Auge. Und das Problem bei der ganzen Sache ist nicht, dass er den Splitter erkennt im Auge des anderen. Es ist gut, dass du den Splitter im Auge des anderen siehst. Wir kommen da noch dazu. Das Problem ist, dass du deinen eigenen Balken übersiehst. Und jetzt wieder zurück zu Matthäus 7, die Verse 3 bis 5.
Was aber siehst du? Den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr. Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Was mir aufgefallen ist beim Lesen des Textes, ist, wie Jesus den bezeichnet, der den Balken im Auge hat. Das ist nämlich nicht ein unreifer Christ, der irgendwie selber erst noch lernen muss, mit Sünde umzugehen, sondern das ist jemand, wo der Herr Jesus sagt, du bist ein Heuchler, du bist überhaupt nicht echt. Warum? Weil er sich auf den Splitter in dem Auge seines Bruders konzentriert und seinen eigenen Balken nicht erkennt. Und jetzt ist eines wichtig, was wir verstehen müssen. Beide Teile müssen raus. Der Splitter muss raus und der Balken muss raus. Beides muss raus. Und wir müssen in unserer Auslegung an der Stelle schön vorsichtig sein, dass wir das sehen. Und noch etwas ist wichtig. Der Heuchler hat die Chance, dem zu helfen, der den Splitter hat. Der Heuchler kann das tun. Der kann zur Hilfe werden. Nur, bevor er das tut, und ich hoffe, ihr begreift den Humor, ich muss das jetzt vielleicht nicht so vormachen, ja? Wenn ich bei Johnny einen Splitter, das muss nicht aus Holz sein, das kann auch ein Stückchen Staub oder einfach ein bisschen Dreck sein, irgendwas Kleines im Auge sehe, ja? Und ich habe hier so, das Wort Balken heißt wirklich so ein tragender Balken, eher so ein Ding, 5 Meter lang, 20 mal 20 Zentimeter unter dem Giebel, ja? Und ich habe so ein Ding in meinem Auge und ich versuche jetzt hier so rumzugehen und mich irgendwie zu nähern und da versuchen, ich kann ihm nicht helfen. Nicht so, nicht mit dem Balken im Auge. Und das, was Jesus hier anspricht, sind Menschen, die deshalb ein massives Problem haben, weil sie die kleinsten Kleinigkeiten im Leben von anderen Leuten sehen, aber nicht erkennen, was ihnen fehlt, um an der Stelle adäquat helfen zu können. Und deswegen fragt Jesus auch, mit welchem Recht gehst du auf andere zu und bietest ihnen deine Hilfe bei ihren Problemen an? Mit welchem Recht? Solange du diesen Balken in deinen Augen hast, das klappt doch nicht. Du kannst nicht helfen. Dein Angebot ist nicht wahr. Es ist Heuchelei. Es stimmt einfach nicht. Du bist untauglich. Du bist gehandicapt. Du bist so lange gehandicapt, wie du diesen Balken im Auge hast. Und der muss raus. Und jetzt ist die Frage, was meint Jesus eigentlich mit diesem Balken im Auge? Beziehungsweise, wenn Jesus sagt, dass wir, wenn wir den Balken herausgezogen haben, klar sehen, was meint er eigentlich damit? Was sieht der Heuchler denn im Auge des anderen, wenn er da reinschaut? Und ich möchte 2 Dinge deutlich machen. Das Erste, was ich deutlich machen möchte, ist, dass bei Balken und auch bei dem Splitter es um Sünde geht. Und das Zweite, was ich zeigen möchte, ist, dass wenn der Herr Jesus davon spricht, dass wir klar sehen können, dass er damit meint, wir können Sünde nach seinem Maßstab beurteilen. Und ich möchte dazu aus dem Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 11 und 12, einen Satz lesen. Ich habe ihn euch abgedruckt auf den Notizen, weil ich ihn so ein bisschen klein geschnitten habe. Das sind 2 Themen in einem Satz und ich habe ein Thema rausgeschnitten. Und ich lese ihn mal vor, Jakobus 4, Vers 11 in dieser Kurzfassung hier. Wer seinen Bruder richtet, richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist Gesetzgeber und Richter. Du aber, wer bist du, der du deinen Nächsten richtest? Menschen, die immer in den anderen die Fehler sehen, setzen sich eigentlich an die Stelle Gottes. Sie machen sich zu Gesetzgebern, weil sie ihren persönlichen Maßstab anderen aufzwingen. Damit meine ich Folgendes.
Wenn ihr solchen Leuten begegnet, die ständig auf anderen rumhacken, denen man es nie richtig machen kann, dann werdet ihr relativ schnell feststellen, dass das, was sie so an Geboten und Vorschriften haben, dass das viel mehr ist, als das, was in der Bibel steht. Dass man für Dinge verurteilt und gerichtet wird, die definitiv vom Gesetz Gottes nicht verurteilt werden. Und wenn man solchen Menschen begegnet, die an dir oder an mir etwas kritisieren, wo Gott sagt, das ist überhaupt nicht zu kritisieren, das ist in Ordnung, das ist vielleicht ein bisschen komisch, das entspricht nicht deiner Prägung oder deinem Hintergrund oder deinen Vorlieben, aber das ist schon noch in Ordnung. Und jetzt kommen die und sie mäkeln rum. Was machen sie dann? Sie richten nicht nur dein Leben, sondern sie richten Gottes Gesetz, weil sie sagen, das, was im Gesetz Gottes drinsteht, das reicht nicht aus. Und deswegen muss ich dich nach meinen Geboten richten. Das Gebot Gottes ist irgendwie zu lasch. Sie machen sich zu Gesetzgebern und sie machen sich damit zu Gott selbst. Sie sagen, mein Gebot gilt. Und das ist definitiv falsch. Wenn wir klar sehen, dann können wir anderen helfen. Wenn ich den Balken aus meinem Auge rausgezogen habe, dann kann ich zu einer echten Hilfe werden. Und das ist mein zweiter Punkt. Wer seinen Balken herausgenommen hat, kann anderen mit ihren Splittern helfen. Nochmal Matthäus 7, Vers 5. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Wie gesagt, beiden muss geholfen werden. Und Menschen sind dazu da, einander zu helfen. Wenn jemand das Wort richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, nimmt und sagt, okay, ich kümmere mich nie wieder um die Probleme meines Bruders, das wäre fatal. Aber ich soll doch nicht richten, ich soll doch nicht sagen, dass es schlecht ist, was in seinem Leben läuft. Und deswegen helfe ich ihm nie wieder. Völliger Unsinn. Wir sind in der Gemeinde zusammen, um einander zu helfen. Allerdings, du kannst erst dann eine Hilfe sein in den Problemen von anderen Menschen, wenn du vorher deinen Balken loswirst. Was ist das mit dem Balken? Der Balken ist die Sünde in deinem Leben. Und ich will noch mal einen Schritt zurücktreten und uns die Frage stellen, bitteschön, wie ist das eigentlich, wie funktioniert eigentlich die Bergpredigt? Was macht Jesus eigentlich gerade in der Bergpredigt? Und das, was er tut, ist Folgendes. Er geht hin in Matthäus 5, Vers 20 und zieht der Vorstellung von Gerechtigkeit seiner Zuhörer einfach die Beine weg. Er sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht vorzüglicher ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Also wenn ihr so weiterlebt, wie ihr jetzt lebt, und wenn ihr die Idole, die geistlichen Idole beibehaltet und den Pharisäern und Schriftgelehrten, wenn ihr so leben wollt wie die und denkt, dann habt ihr es, vergesst es. Die schaffen das nicht und ihr, wenn ihr denen folgt, schon gar nicht. Und danach steigt ihr ein in der Bergpredigt. Und er wendet sich erst gegen die falsche Schriftauslegung der Schriftgelehrten, das ist hauptsächlich Kapitel 5. Und dann kommt die falsche Lebenspraxis der Pharisäer, Kapitel 6. Und die Pharisäer waren genau solche Menschen, die diesen Richtgeist hatten. Also richtet nicht, da schwingt im Hintergrund mit, lebt nicht so, wie die Pharisäer euch das vormachen, eure geistlichen Ideale. Wie haben die Pharisäer gelebt? Sie waren die Theologen ihrer Zeit. Es waren Leute, die waren stolz auf ihr Wissen, sie waren stolz auf die Stellung, die sie in der Gesellschaft eingenommen haben. Sie haben mit größter Selbstverständlichkeit jedem gute Ratschläge gegeben, wahrscheinlich auch denen, die sie nicht hören wollten. Aber eine Sache haben sie nicht kapiert. Dass all ihre Besserwisserei, all ihr Rumkritisieren und all ihr Mäkeln und diese sich hinstellen, ich weiß was und was noch alles in ihr Leben drin war, dass alles das ihnen an einer Stelle nicht geholfen hat. Es hat ihnen nicht geholfen, den Balken in ihrem Auge zu sehen. Und das sind die Leute, zu denen Jesus oder über die Jesus hier spricht. Die geistlichen Vorbilder und Idole seiner Zuhörer.
Solange du diesen Balken trägst und wie ein Pharisäer durchs Leben tappst und denkst, naja, ich weiß was, ich bin was, ich krieg das schon irgendwie auf die Reihe mit Gott. Und wenn du dich auf Kosten anderer immer noch so ein Stückchen besser machst und meinst, dadurch es zu schaffen und vor Gott gut dazustehen, dann wird dich das am Ende das ewige Leben kosten. Gott hat für Besserwisserei, für Haarspalterei und Hochmut überhaupt nichts über. Der Balken, der in diesem Auge drinsteckt, dieses Riesending, was raus muss, das ist diese grundsätzliche Einsicht, ich bin ein Sünder. Ich habe ein wirklich massives Problem in meinem Leben. Und ich muss Buße tun und ich muss umkehren zu Gott. Ich brauche einen klaren Blick. Ich muss verstehen, was Gott wirklich will und nicht das, was ich denke, dass er will. Ich darf nicht der sein, der das Gesetz selber schreibt und andere nach meinen eigenen Moralvorstellungen richtet, sondern ich muss jemand werden, der Gottes Gebote und Gottes Gesetz kennt, der einen klaren Blick auf die Dinge hat. Und indem ich zu Gott umkehre, nehme ich quasi diesen Balken raus. Wir würden sagen, indem jemand Buße tut, indem jemand Gott in sein Herz aufnimmt als seinen persönlichen Retter, indem er anfängt, das Gebot Gottes ernst zu nehmen, indem er anfängt, es zu lesen unter der Führung des Heiligen Geistes, indem er einen klaren Blick bekommt. Und ich will an der Stelle nochmal sagen, beim Thema Richten, da merken wir vielleicht, wie wichtig es ist, dass wir als Gläubige dieses Buch irgendwann in unserem Leben tatsächlich ein Stück weit gemeistert haben, dass wir wissen, was drinsteht und wie es funktioniert. Den Balken aus seinem Auge herausnehmen heißt, zu Gott umkehren, sein Wort verstehen, wirklich Hilfe geben können. Und dann kann ich zu dem gehen, der gar keinen Balken mehr im Auge hat, meinen Bruder, der ein kleines Problem in seinem Leben hat, nicht massiv Sünde, so richtig noch gar nichts verstanden, sondern so ein klein bisschen ein Problem. Und ich kann ihm helfen. Und wir lesen Galater Kapitel 6, Vers 1 und 2. Galater Kapitel 6, Vers 1 und 2. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, also wenn jemand geistlich gesehen auf die Schnauze fällt und es eigentlich nicht gewollt hat, und das kennen wir hoffentlich alle, dass du irgendwie denkst, oh Backe, jetzt ist mir was passiert, das wollte ich eigentlich nicht. Und irgendwie weiß ich im Moment nicht, wie ich rauskomme. Das war ist einfach blöd gelaufen die letzte Woche. Und ich schäme mich dafür. Und ich brauche jetzt jemanden, der mir hilft. Jemanden, der an meine Seite tritt. Und vielleicht ist da einer, der traut sich, das nicht zu formulieren, aber du kriegst das mit in seinem Leben. Da ist vielleicht einer, der möchte das lieber verstecken. Warum auch immer. Aber du weißt, Freund, in deinem Leben gibt es diesen Splitter. Und du gehst hin und bringst ihn zurecht. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dann heißt es in Vers 2, einer trage des anderen Lasten. Lasten tragen hier bedeutet ganz konkret, ich beurteile dein Leben. Ich sehe den Splitter in deinem Leben. Ich sehe, wie du damit kämpfst. Ich sehe, dass du auf der Nase liegst. Und ich gehe hin und ich bin bereit, dich aufzurichten. Und das heißt am Anfang, ich sage dir, du in deinem Leben läuft was schief. Ich kriege es mit. Lass uns drüber reden. Wie kann ich dir helfen? Das ist Richten im positivsten aller Fälle. Ich beurteile das Leben eines anderen und ich helfe ihm. Und jetzt kann es natürlich sein, dass der andere sich nicht helfen lassen will. Auch das gibt es in der Bibel. 1. Korinther Kapitel 5 lesen wir davon. Und das ist eine Stelle, wo es um Gemeindezucht geht. 1. Korinther Kapitel 5. In der Gemeinde kann es sein, dass es Menschen gibt, die sagen, ich bin auch Christ. Aber dummerweise spricht ihr Leben Bände dagegen. Es sind Menschen, die in sexueller Unmoral leben. Menschen, die ständig unzufrieden sind. Die materiell immer mehr haben wollen, die
abgöttisch an ihren Hobbys oder irgendwelchen anderen Götzen hängen, die ständig über andere schlecht reden müssen, die, ich sag's mal, geklaute Programme auf ihrem PC haben ohne schlechtes Gewissen, sprich Diebe sind und. Und du sagst dir, mit denen muss ich reden. Und du redest mit ihnen und sagen, lass mich in Ruhe, ich will nichts davon hören, ja. Ich lebe mein Leben. Vielleicht kommt da so ein Sprich, hast du nicht gelesen, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Du hast mir gar nichts zu sagen. Das ist schwierig an so einer Stelle. Was machen wir dann? Und dann heißt es 1. Korinther Kapitel 5, Vers 12 und 13. Denn was habe ich zu richten, die draußen sind? Richtet ihr nicht, die drinnen sind? Und hier ist mit drinnen und draußen die Gemeinde gemeint. Wir haben die Verantwortung, in der Gemeinde Sünde zu richten. Und grobe Gesünde, die zum Ausschluss führen muss, weil Sünde ansteckend ist, die muss beurteilt werden. Aber bitteschön, immer wichtig, der Maßstab ist Gottes Wort. Nicht dein Hintergrund, nicht deine Vorlieben, nicht was du für Sünde hältst, ist Sünde, sondern Sünde ist das, wo Gott sagt, hier, da steht es geschrieben, das mag ich nicht. Ganz, ganz wichtig an der Stelle. Sünde ist, was Gott Sünde nennt. Und dann verstehen wir vielleicht auch Römer Kapitel 14. Römer Kapitel 14, Vers 13. Da heißt es, lasst uns nun nicht mehr einander richten. Und da ist vielleicht, wir haben doch eben gesagt, in der Gemeinde müssen wir richten, oder? Und jetzt steht hier an die Gemeinde in Rom, lasst uns nun nicht mehr richten. Ja, was denn jetzt? Sollen wir jetzt Sünde richten oder sollen wir jetzt Sünde nicht richten? Ja, völlig durcheinander. Und wir brauchen nicht durcheinander sein. Denn hier geht es um die Dinge, die nicht glaubensentscheidend sind. Das Kapitel 14 im Römerbrief behandelt Dinge, die so essentiell sind wie, darf man Fleisch essen oder nicht? Also, ist Döner erlaubt oder darf es nur die vegetarische Variante sein? Da haben sich damals die Leute drum gekümmert, das war für sie ein Problem. Und Paulus sagt, solche Fragen oder die Frage, ist ein Tag besonders oder soll man alle Tage gleich halten? Das sind so Fragen, wo Paulus sagt, wisst ihr was? Bei solchen Fragen, da richten wir einander nicht. Da lassen wir einfach stehen. Das Einzige, was wir in solchen Fällen beurteilen, ist die Frage, ob unser Verhalten dem anderen zum Anstoß wird. Also ob mein Verhalten dem anderen gegenüber an der Stelle für den anderen gefährlich wird. Ob mein Verhalten ihn dazu veranlasst, zu sündigen. Ich lese nochmal vor. Lasst uns nun nicht mehr einander richten in diesen, man nennt das Mitteldinge, in diesen kleinlichen, unwichtigen, nebensächlichen, im Gesetz Gottes letztlich nicht mehr geregelten Fragen. Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern richtet vielmehr darüber, dass dem Bruder kein Anstoß oder Ärgernis gegeben wird. Das ist der Punkt. Achte du auf dein Leben, dass dein Leben für einen anderen nicht zur Gefahr wird. Das ist die wesentliche Frage. Aber es betrifft hier Dinge wie, was darf man essen, wie sind die Tage und die Feste und all das zu regeln, diese Dinge. Wenn dann einer kommt und sagt, na, da steht doch, du darfst mich nicht richten, und ich denke mir, oh Backe, ja, dein Leben ist ganz schön durcheinander und da ist handfeste Sünde drin, dann muss ich ihm was sagen, schon, weil ich ihn lieb habe. So, letzter Punkt. Wenn überkritisch sein falsch ist, dann ist es auch keine Lösung, wie der Herr Jesus gleich zeigen wird in Matthäus 7, völlig unkritisch durchs Leben zu laufen. Der Punkt heißt, wer völlig unkritisch lebt, liegt auch daneben. Letzter Vers in Matthäus Kapitel 7, Vers 6. Gebt nicht das Heilige den Hunden, werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Das Heilige, was man hier den Hunden gibt, ist das Opferfleisch. Damit man nur weiß, was damit gemeint ist. Also Opferfleisch, das wirft man nicht den wilden Hunden vor. Und ich hatte das am Anfang schon gesagt, um diesem Gebot Folge leisten zu können, braucht man ein klares Urteilsvermögen. Du musst wissen, wen ordne ich in die Kategorie Hund und Schwein ein und wen nicht. Das ist wichtig. Und es ist, denke ich, auch nicht immer ganz leicht. Also es geht nicht um Hunde und Schweine hier, sondern es geht um Menschen. Das Bild nimmt unreine Tiere. Unreine Tiere einfach, um zu zeigen, hier sind Leute,
denen kannst du Dinge geben und es sind, wenn ich jetzt hier die Perlen und wenn ich das Heilige übertragen würde, dann sind es hauptsächlich deine persönlichen Erfahrungen mit Gott. Das, wo du sagst, das ist mir in meinem Innersten wirklich wichtig. Und es gibt Leute, die blubbern jedem gegenüber raus, was Gott in ihrem Leben getan hat und kriegen furchtbar Dresche dafür. Du kannst das tun, aber der Herr Jesus sagt, tu es nicht. Du musst schon ein bisschen aufpassen, wie du mit Leuten redest. Nicht jeder kann das, was du persönlich mit Gott erlebt hast, deine Perlen und dein Heiliges, das, wo du sagst, wow, ich und mein Gott. Nicht jeder kann das so begeistert aufnehmen, wie du das so aufnimmst. Es wird dir vielleicht passieren, dass Leute den Kopf schütteln. Es wird vielleicht sogar passieren, dass Leute sich umdrehen und hier dich zerreißen. Das heißt, das, was du ihnen an Informationen gegeben hast, verwenden gegen dich. Dir das Leben richtig schwer machen dadurch. Und ihr merkt, das verlangt ziemlich viel gesunden Menschenverstand, Unterscheidungsvermögen, Weisheit und ja, letztlich muss man sagen, Christus-Ebenbildlichkeit. Denn auch der Herr Jesus hat in seinem Leben nicht immer mit den Leuten gesprochen. Da ist er am Ende seines Lebens, seines irdischen Lebens, vor dem König Herodes. Und Herodes ist total happy, endlich mal Jesus zu sehen und stellt ihm eine Frage nach der anderen. Und was macht Jesus? Er sagt nicht ein Wort. Und dann nochmal an dem Tag, ein bisschen später, vor dem Hohen Rat. Er wird angeklagt und angeklagt. Und er sagt nicht ein Wort. Und wenn ihr euch ein spannendes Studium in den Evangelien mal antun wollt, dann verfolgt mindestens im Johannesevangelium mal die Argumentationslinien Jesu. Und achtet mal auf das, was er nicht sagt. Ich finde das total spannend, in einer Argumentationslinie Jesu nicht nur seine Argumente zu sehen, sondern mir zu überlegen, wie hätte ich in der Situation argumentiert? Welche Infos hätte ich rausgegeben? Wo hätte ich den Schwerpunkt hingelegt? Und sich dann die Frage zu stellen, warum schweigt Jesus so oft? Warum hält er so oft Dinge zurück? Ein absolut spannendes Studium, was ich jedem wirklich nur ans Herz legen kann. Warum schweigt Jesus und sagt Dinge nicht? Und irgendwie hat er das richtig gemacht. Er hat das Heilige und die Perlen nicht vor die Hunde und die Schweine geworfen. Er hatte diese Fähigkeit. Und mir ging es heute darum, drei Punkte deutlich zu machen. Der erste Punkt: Wer ständig kritisiert, der macht was falsch. Wer an sich feststellt, dass er auf Kosten anderer sich vor Gott ins rechte Licht rücken will, der sollte schleunigst Buße tun. Das ist definitiv ein falsches Verhalten. So dieses ständig an anderen rumnörgeln und richten ist wahrscheinlich ein Signal dafür, dass man kein ewiges Leben hat. Und da, wo es sich im Leben von Gläubigen zeigt, ist es auch kein gutes Zeichen. Ja? Es ist auch so ein ziemlich ungesund. Sollte eigentlich in unserem Leben nicht mehr da sein. Gleichzeitig, wenn du einen klaren Blick hast, wenn du den Balken aus deinem Leben herausgenommen hast, dann kannst du auch denen mit den Splittern helfen. Du sollst zum Segen werden in der Gemeinde. Es gibt in der Gemeinde einen Platz für rechtes Richten. Mindestens kann ich mein eigenes Verhalten immer wieder richten und darüber nachdenken, ob ich anderen Leuten zum Anstoß werde, zu einer Gefahr werde. Und ich kann Sünde im Leben von Menschen ansprechen. Ich soll das auch tun, in einer lieben Weise, um dem anderen zu helfen. Und manchmal auch, um die Gemeinde zu bewahren. Aber Vorsicht, Sünde ist nur das, was Gott Sünde nennt. Insofern seid ihr sicher, dass wenn der andere die Frage stellt, sag mal, wo steht das eigentlich in der Bibel, du einen wirklich guten Vers hast. Das wäre wichtig. Und der dritte Punkt, wer völlig unkritisch lebt, liegt auch daneben. Als Christ gilt es, dass wir die Realitäten des Lebens anerkennen. Und dazu zählt auch, dass wir
so diese ganz wertvollen Dinge, die wir mit Gott erlebt haben, nicht mit jedem teilen. Auch das steckt in diesem Text. Und ich wünsche mir, dass wir auf dieser Basis miteinander umgehen und in diesem Sinn auch in der Gemeinde richten zulassen, weil ich denke, dass da, wo es geschieht, in einem guten geistlichen Sinn, mit einem klaren Blick geschieht, es wirklich zum Segen wird.